Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, wir befinden uns jetzt am 25. Abend oder beziehungsweise am Beginn der 25. Nacht des Monats Ramazans im Jahre 1443, also sprich im April des Jahres 2022 hier genau, erneut wieder in Mekka, in der Gegend von Masjid al-Haram. Und ich möchte euch hier eine sehr wichtige Masjid zeigen. Und zwar ist das die Masjid, die ihr hinten seht, quasi diese Masjid. Das ist die Masjid al-Jinn, also im wahrsten Sinne des Wortes die Masjid bzw. die Moschee der Dämonen. Ja, wie kommt man darauf, dass man einer Moschee so einen Namen gibt? Ja, da gibt es einen geschichtlichen Hintergrund in der Sirat an-Nabawiyya diesbezüglich dazu. Und zwar, ihr wisst, als unser Prophet a.s.w. Ungefähr im Jahre 619, 620, in diesen Jahren, also nach Christus, also mit der heutigen Zeitrechnung, so zwei Jahre vor der oder drei Jahre vor der Hijra, war das Jahr, an dem vom Propheten a.s.w. Die Frau Khadija radiallahu anha verstorben ist, wo einer seiner größten Beschützer hier in Mekkatul Mukarrama, Abu Talib, verstorben ist. Und dann ist er, unser Prophet a.s.w., nach Taif gegangen, um die Menschen dort zum Islam einzuladen. Jedoch hat man seine Einladung nicht angenommen von ihm, a.s.w. Und er kam wieder nach Mekka zurück, und auf dem Weg nach Mekka zurück hat er den Koran hier verlesen. Und als er den Koran verlesen hat, haben ihn die Dämonen dabei zugehört. Ja? Und der Ort, an dem unser Prophet a.s.w. den Dämonen, den Jinnar, die den edlen Koran verlesen hat, das ist genau dieser Ort gewesen, an dem wir uns hier gerade befinden, also wo ihr das Minarett hier seht. Das ist das Masjid der Dämonen. Ja? Wo unser Prophet a.s. den Dämonen auch noch den Koran verlesen hat, ob er sie jetzt dabei gesehen hat oder nicht gesehen hat, das ist eine Sache, die mit Ichtilaf verbunden ist. Also da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Einige sagen ja, er hat sie gesehen, vor allem eines Nacht auf dem Berg von Hira. Ja, ist er dort mit einem sehr wichtigen Sahabi, soviel ich weiß, was Abdullah ibn Mas'ud gewesen ist, er hochgegangen und hat ihn dort den Dämonen für den Koran verlesen, und sie haben ihn gesehen und er hat sie gesehen. Aber dann, wie in der Surah Jin auch berichtet, oder auch Surah Ahkaf zum Schluss, hat er den Koran den Dämonen erneut verlesen. Bloß mit Meinungsverschiedenheit hat er sie höchstwahrscheinlich nicht gesehen, und Allah Ta'ala berichtet unserem Propheten a.s.w., dass ein Nefer von den Jinn, also eine Gruppe von den Dämonen, ihm bei den Koranrezitationen zugehört hat. Und das sollen Dämonen gewesen sein, die sehr höchstwahrscheinlich aus Nusaybin, also heute aus dem kurdisch-türkischen Gebiet, nahe der syrisch-türkischen Grenze, wo das gewesen war. Von dort sollen sie gekommen sein, um extra den Koran vom Propheten a.s.w. Zu hören. Ja? Und da gibt es auch unterschiedliche Orte, wo das passiert ist. Aber ein sehr wichtiger Ort ist hier, wo unser Prophet den Koran verlesen hat, ist die Moschee der Dämonen. Ja? Es gibt natürlich sehr viele Sachen, die man diesbezüglich sagen kann. Eigentlich in einer Zeit, wo dem Propheten a.s.w. die Menschen nicht mehr zugehört haben, hat Allah Ta'ala ihnen die Dämonen geschickt. Ja? Also das heißt für uns Dawa-Träger in Deutschland, in Europa oder woanders auf der Welt, auch wenn die Menschen uns nicht zuhören, auch wenn uns die materielle Welt nicht zuhört bei unserer Verkündung im Auftrag des Islam, bi'iznillahi ta'ala, die immaterielle Welt, ja? Die metaphysische Welt, sie wird uns auf jeden Fall zuhören. Allah schickte uns Geschöpfe, Allah schickt uns und wird uns auch diese Geschöpfe schicken, die uns bei der Dawa zuhören, die Dawa auch höchstwahrscheinlich annehmen, von denen wir auf jeden Fall keine Ahnung haben. Das ist natürlich letztendlich eine Message, die uns vor über 1500 Jahren von unserem Propheten a.s.w. zu uns übermittelt wird. Das ist hier für uns sehr, sehr wichtig. Also die Dawa im Auftrag des Islam, die muss nonstop weitergehen. Wenn uns nicht die materielle Welt zuhört, dann wird uns bi'iznillahi ta'ala die immaterielle Welt zuhören. Das soll letztendlich auch die Welt sein, in der wir dann letztendlich auch dahin scheiden werden. Wenn ihr diese Masjid besuchen wollt, die Masjid al-Jinn, ja, sie ist an dem Ort, wenn ihr von Safa und Merve rausgeht, genau auf der Seite, also wo das Geburtshaus unseres Propheten ist, was heute eine Bibliothek ist, dann läuft ihr auf jeden Fall in Richtung von dort auf, geradeaus, und dann werdet ihr in diese Masjid kommen. Ja? Und inshallah verrichtet auch zwei Rekat hier, bi'iznillahi ta'ala, und besucht diesen Ort. Und denkt mal ganz darüber nach und tiefgründlicher darüber nach, was für eine tiefe Message eigentlich über das Thema der Dämonen und der Menschen ist. Denn Allah Ta'ala hat uns und die Dämonen nur wegen Tauhid, nur wegen der Anerbetung und wegen der Befolgung seiner Scharia erschaffen.
Heute ist der 25. Ramazan des Abends des Jahres 1443, Mekkatul Mukarrama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.